Und damit herzlich willkommen zurück zu The Borderlands mit Freddy und Kirschi. Freddys Auto ist im letzten Part gesprengt worden, deshalb schiebe ich ihn jetzt hier zum nächsten Tagebuch, was nur 5 Meter entfernt ist. Wo du mich auch nicht mal hinschiebst. Wollte ich gerade sagen. Ja, du bist vorbeigelaufen. Ich hab das Geld eingesammelt, was da war. Und das Tagebuch müssen wir laut machen, ne? Wo ist das? Ist ich nicht, wahrscheinlich da oben drauf. Bitte sag mir, dass es tot ist. Wieso? Tagebuch? So, ja, es ist. Ich hoffe es. Das benutzt. Oh mein Gott. Verzeihung, Reisender, aber zu deinem Schutz wurde das Areal hinter dieser Brücke zur Klasse A-Gefahrenzone erklärt. Du nicht passieren kannst. Vielleicht möchtest du aber etwas über das Gesteinchen erfahren, das ich gescannt habe. Es Nein. Ist wirklich faszinierend. Der Maul. Halt bitte dein Maul und lass uns durch. Meinst du, wir kommen darüber gefahren? Meinst du, wir kommen darüber gefahren, Kirschi? Lass mal testen. Lass mich fahren. Moment, ich steig doch mal schnell um. Zack. Also bei sowas muss man die Frau fahren lassen. Ich glaube, ich muss kurz oben. Wenn schief geht, ich muss kurz meine Steckdose herholen. Kann meine Frau die Schuld geben. Ich fahr erstmal ihn um. So, erstmal was hier steht. Nice. Gar nicht mal so schlecht. So, ja, was macht der Händler schon wieder? Ich muss gerade meinen Dings. Er hat gesagt, wir dürfen da nicht rüber. Wir haben versucht, da rüber zu fahren. Hat's geklappt? Wahrscheinlich nicht ganz, mehr. Aber fast. Das war nicht schlecht. Ja, also nochmal. Ich hab's gefunden, es lag hier unter einer Kiste. Okay, dann ich mach's mal an, ne? Okay, leise sein. Okay, Moment, leise drin. Ja. Oh mein Gott. Ja, muss ich auch gerade. Es wäre übrigens super, wenn ich mich nicht auf irgendwelchen Felsen runterdrückt und wo ich dann Angst habe zu sterben. Ist aber was gut. Ein bisschen Spaß muss sein. Guck mal, was Blaues. Tür die Biene zu dem Stachelschwein. Was? Da gibt's noch eine andere Version. Okay. Will jemand irgendeinen blauen Revolver haben, der nicht so gut ist? Freddy, nee. Wenn ich da reinfahre, explodiert mein Auto. Nein, da nicht, das war nur ein Skitheat. Ja, aber ich habe nur noch 400 HP gehabt. Na und? Wo müssen wir hin? Warte, da. Guck mal auf die Karte. Hast du mir die Leiche vorhin mitgeschoben? Okay, das war ein bisschen zu schnell die Drehung, da konnte ich nicht reagieren. Ja, okay. Ich fahre da gegen eine Wand. Ja, da keine Wand ist. Eine unsichtbare Wand. Man kann Spiele gut programmieren oder man kann sie schlecht ist programmieren. Ist da oben. Ich weiß, wofür die sich hier entschieden haben. Okay. Mir ist das Buch. Psst. Oh, Sträflinge als Freunde. Ja. Meinst du, sie will die Seife aufheben? Oh, Freddy. Was ist denn hier los? Was ist denn los? Wir haben keine Drecksviecher. Bei mir hat sich übrigens das Programm irgendwie ohne Grund klein gemacht und ich musste die Aufnahme nochmal starten. Da ist ein bisschen was vom Tagebuch verloren gegangen. Wenn ihr das nachgucken wollt, dann gibt's noch Freddy und Fisch. Ich kann dir auch die Aufnahme schicken. Genau, aber das ist Sound viel zu aufwendig, das reinzuschneiden. Schock-Artefakt für Soldat, das haben wir früher hast du dir noch Mühe gegeben. Ja, bei anderen Spielen würde ich das auch noch, bei Borderlands. Hallo, schieben bitte. Genug.
Gott, ich sterbe ja immer diese dreckigen Vieh, wenn ihr überfahrt. Wo müssen wir hin? Warte, ich sehe nichts. Da hinten irgendwo. Auch nicht. Oh, ich sehe da was. Die ganze Umgebung in die Luft jagen. Die erste auf deine Brüste. Oh, eine Waffenkiste. Gott, mach sie weg! Scheiße! 144 HP! Datenplasma. Warte, lass uns sie erst platt machen. Oh Gott, da ist ja noch eins. Ich fahr durchs Wasser. Halt es? Nein. Heilt's wenigstens Hitler? Natürlich. Okay, gut. Was heilt denn nicht Hitler? Eine gute Frage. Christian. Den Spruch hab ich lange nicht mehr gebracht. Gott, ey. Christian, der fette rosa Affe? Ja, ich weiß gar nicht, wie es ihm geht. Ich hab richtig lange nichts mehr von ihm gehört. Das hat sich gerade ein bisschen verbuggt. Okay. Ich stehe jetzt im Glück außerhalb der Schusslinie, wenn ich dich heile. Das Teil ist auch noch was bei euch. Sag doch was. Kann mich da hinten! Ich weiß, wo die Dinger wenigstens beschädigt werden können. Die scheiße. Ja, das ist am Arsch. Ja, die sind am Arsch. Am Arsch sind die. Was ist das für eine geile Waffe, die du hast? Die ist nice, oder? Ja. Das ist eine LMG, die nur 6 Schuss hat, aber 500 Schaden macht. Die haben nach Klassen. Moment mal, was ist denn das Tagebuch hier? Eine Schottschaft für Kirche. LMG nochmal, leck mein Genital. Ja, ich mach mal das nächste Tagebuch. Leichtes Maschinengewehr. Okay. In den letzten paar Worten wurde sie so leise, dass ich sie nicht mehr verstanden habe. Ich habe ihm auch meine Unterwäsche gegeben. Oh. Hat sie aber recht, Crazy Earl mag sicher keine Menschen, aber vor allem keine Juden. Nur so eine kleine Info für Fisch, dass Crazy Earl ist wirklich aus Teil, also ist wirklich der Teil aus Teil 2, den geil, ich nicht spoilern werde. Geguckt? Ja, ich habe auch noch mal ein bisschen geguckt, wie weit das Spiel noch etwa geht. Wir sind übrigens bei der Hälfte etwa. Schon. Okay, schon mal den erst. OMG Spoiler. Wieso Spoiler? Habt ihr jetzt euer Auto auch noch kaputt gemacht? Ja. Okay. Ein bisschen doof gelaufen. Kein Kommentar dazu. Ja, das bedarf, glaube ich, auch keiner weiteren Aussagen. Soll ich schon hoffen, dass wir weniger in dem Part sterben? Bis auf, wenn ich irgendwelche Dings habe. Ich weiß gar nicht, ob ich schon gestorben bin. Oder was, Leon ist verloren. Ich bin inzwischen, glaube ich, noch gar nicht gestorben. Kann das sein? Zwischenzeit. Einmal bist du gestorben. Kann sein, dass ich auch einmal und das nur schon wieder vergessen habe. Ach da. Okay. Okay. Schön für sie. Ja. Ich hab da halt Fisch in den Mund gefickt, so wie es aussah. Freddy, wo bist du? Ich bin schon mal zum nächsten Dings gerannt, hab ein bisschen noch diese kleinen Drecksvieh gesniped. Schon da? Da war nur eins. Ist schon da oder ist es oben? Ich muss noch durch den Tunnel laufen. An der Seite hier irgendwo.
Where the actual fuck am I and where the heck are you going? Geht da an, wo wir hingehen sollen. Ach, ist da. Okay, wir müssen jetzt da an, wo der Typ, wo wir das Brett repariert haben. Fisch, wo gehst du hin? Ich geh einfach die andere Richtung. Ich folge dir. Das hatte ich erwartet. Soll ich mal die anderen Quests auch abgeben, die wir hier schon haben? Warte, ich komm gleich. Dann nehme ich erstmal das Tagebuch jetzt auf. Wenn ich weiß, wo es ist. Weißt du nicht. Hier. Tot. So? Okay. Sie projiziert. Auf einen Kassettenrekorder. Ich hätte wissen müssen, blablabla, das ist Verbrennende. Kriegen wir ein Feuerschild. Das Shotgun-Magazin, nur für eine Shotgun, für die Shotgun, kriegen wir eine mit 43x7, ist nicht so gut, oder? Doch, das ist, glaube ich, ziemlich gut. Nein, das ist richtig schlecht, wir hatten viel besser. Und jetzt nur das Tennis-Tagebuch, dafür kriegen wir nur EP anscheinend. Also meine hat 34x8. So, jetzt müssen wir noch, in den Crumbs Canyon nach New Haven und noch nach Roscommons West. Oder wir machen die Hauptquest weiter. Das könnt ihr entscheiden. Also Fisch. Ja, haha. Und das so wurscht ist. The Blister 40x9. Okay, so, wir haben jetzt 8 Minuten Zeit. Traum töten. Und Kammerschlüssel. Nee, ist es Hauptquest? Ja, so die Hauptquest, da müssen wir in den Crumbs Canyon. Was war die Nebenquest? Zurück nach New Haven mit Helena. Kishi, bitte. Kunst. Nein, keine Kunst spielen. Einmal nach New Haven, einmal nach Roscommons West, da wo wir herkommen, da den Arena-Fight machen. Oder Hauptquest. Ich weiß nicht. Ich denke mal, in der Hauptquest werden wir sowieso dann später nochmal in die Richtung kommen. Dann lass uns erstmal Hauptquest machen. Die 15 noch da hinten. Das ist da, wo wir Shotgun eingesammelt haben, ne? Oh, du drehst die erstmal in Luft komplett? Hast du gesehen? Sah schön aus. Dankeschön, Kirchis. Hab ich nur für dich gemacht. Bitte. Danke. Ob wir da rüberspringen können? Also durchfahren geht nicht. Erinnert mich irgendwie gerade ein bisschen an Half-Life, so wie das hier aussieht. Ja, mich ja, war ja. Aus der Auto-Mission. Genau. Nein, aus der Bootsmission. Ja, same. Ja, stimmt, nein. Das Hovercraft. Half-Life 2 muss ich auch noch machen. Ich habe weder Half-Life 1 noch Half-Life 2 gezockt. Ich habe Half-Life 2 und Half-Life 1 displayed und es war okay. Es war nicht so, dass ich sage, es ist das beste Spiel der Welt, so wie alle Leute es da finden. Es war okay. Mod oder ohne? Mit Source halt, also ohne Mod, also nur halt mit dieser Physik Engine aus Teil 2. Ah, mit Half-Life Source, ne? Ja, und dann halt noch Half-Life 1 so normal. Was ich halbwegs kaputt gemoddet habe wieder. Ja, ich find's. Ich wollte Uncut machen. Oh. Kishi? Ja? Kishi? Ja! Wir sind alle down. Hä, ich weiß, woran ich gerade gestorben bin. Hat die Rakete mich dann noch getroffen? Ich stand hinter einer verweckten Wand wieder. Das interessiert doch ein Gatling-Geschütz nicht. Das ist OP, weil Bot. Das eine ist fast tot. Kann mir jemand aufhelfen schnell? Ich bin tot. Wie denn? Ich bin auch tot. Du lebst wieder. Ja, jetzt. Ich muss erstmal wieder hinkommen. Hättest du deinen Ulti gemacht, hättest du es locker geschafft. Locker. Nein, ich bin jetzt gerade erst gespawnt. Du standst bei mir schon rum. Oh mein Gott, das ist der... Gebühr 13.980 zu Fässer. Zu viel? Ich hab. Achso, du kaufst doch keine Waffen mehr dran, weil ich hab wahrscheinlich mehr Okay, doch, das ist das Gatling-Geschütz. Ich hab $162,000 oder so gehabt. Ich hab 124 gehabt, ich hab 9.000 bezahlt. Alter, wie wenig. Erst ist es gleich kaputt. Erst ist es kaputt. Ich hab sie geklaut. Asi. OMG KOS.
Nee, K.O.S. K.S. Nee, K.O.S. Achso, Kell on Side, Keshi. Nee, Kell ohne Stealer ist es eigentlich. Ich mach dem gar keinen Schaden. Ich mach dem richtig gut Schaden. Ich mach den 77 Schaden pro Schuss. Hast du mir geklaut. Ich hab mich drauf geachtet. Also ja, wahrscheinlich, weil ich hab da gerade geschossen und ist kaputt gegangen. Ich mach dem 19 nicht. Schaden pro Schuss. Ach nee, ist ein Arbeiterbandit. Doch, ist ein Arbeiterbandit auf dem Ding. Machen Downs für 60s. Ach, das ist ja nochmal eins. Nehmen wir das. Oh, nee. Oh, pass auf den Psychopath. Ist der. Nein, der au, au, au. Ich lauf mal eben hin, ne? Ja, ich versteck mich mal ein bisschen. Hab ihn getötet. Ich war grad da. Na, 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 ich bin tatsächlich gefallen. Jetzt nicht mehr. Ah, da. Der Teil ist getroppt. Ah, da ist ja noch einer! Kommen die ganzen Pisser näher! Bei Kopfschüssen ignoriere ich irgendwie den Schild. Oh, das ist gut, das nehme ich. Schocknova. Den Pilz, meinst du? Den Schild. Den Pilz. Dass du den Schild ignorierst, ist normal bei Kopfschüssen. Nein, eigentlich nicht. Doch? Das ist extra ein Skill von mir, das ist nicht normal. Ja, okay. Das sollte normal sein. Ich ignoriere den aber auch komplett. Also besser gesagt, ich schieße ihn einfach komplett durch direkt. Ja, aber trotzdem, weil manchen Gegnern, die zum Beispiel ein bisschen mehr Leben, aber einen größeren jetzt Schild, give it da schießt erstmal ein Schild runter und ich ignoriere den Schild einfach komplett und schieße direkt auf seinen Leben. Alter, diese Waffe ist so unglaublich schlecht, das glaubt ihr nicht. Lass mich damit spielen. Geh ich hier unten, F drücken. Ich ulte bereits. Achso. Du die Scheiße aus den Pissern raus. Ah. Du bist tot. Wieder auf neue Stärke. Das Geschütz ist richtig ranzig. Ich hab 125.000. Ich hab auch 124.000. Ich hab alle blauen Add-ons schon. Ich glaube ich auch. Entschuldigung. Kein Ding. Auch Raketen und Granaten? Ich glaub schon. Also Raketen auf jeden Fall. Wieso Raketen? Spielst du mit Raketen? Nicht. Wieso habe ich eigentlich ziemlich konstant 30 FPS nur? Wieso habe ich ziemlich konstant 60? Wieso habe ich konstant 62? Ja, ich auch. Checkmate. Checkmate, Kishi. Hi, mate. What you do, mate? Häubsten, würde ich sagen. Ach oh Gott, Kishi. Ja? Na, stop this shit. Nee. Ja, ist echt scheiße. Du kannst aber nicht zielen, sondern einfach nur mit beiden Tasten schießen und zwar die gleiche Attacke. Ja. Und das war einer. Und es macht extrem wenig Schaden. Ich sehe ihn nicht. Egal, ich ignoriere ihn einfach. Oh, gehen nach in Crumbs Canyon. Wir ignorieren und gehen in Crumbs Canyon, Kishi, das machen wir jetzt. Sorry, ich war gerade verwirrt, weil ich irgendwie. Schade, er stand direkt vor mir. Ich habe eine SMG für ein anderes SMG weggelegt und plötzlich hatte ich wieder meine erste Waffe in der Hand und dachte, ich habe jetzt auf die gewechselt oder keine Ahnung. Dann Crumbs Canyon, hatte ich doch die bessere. Errungenschaft freigeschaltet. Oh, guck mal da oben. Ach Gott, ist das riesig! Oh nein! Na, na Frale. Na Frale. Ja, danke schön. Ich bin recht anderer. Wo ist Kreiskruzifix. Das? Jetzt aber ein bisschen an Albert, was zu essen. Kreiskruzifix. So ist okay, auch ich würde sagen, wir gehen da erstmal nach rechts und machen dann das da. Aber erstmal Munition kaufen. Gehen wir rechts hoch? Weiß ich nicht. Ich bin nämlich schon oben. Rechts hoch! Nein, da gehen wir eigentlich nicht hin, aber es ist bestimmt was versteckt oder so. Oh, hier gibt's die Lilien-Updates. Das waren die guten. Ne, Moment. Hier ist einfach Lilien. Gar nichts. Ach, die blauen sind die zweiten, die Lilien sind die teuren. Also, jetzt mal ohne Flachs, hier ist gar nichts. Hast du Lilien schon alle? Ne, die Lilien fange ich gerade erst an. Okay, ich muss mal gucken. Ich kann mir auch nur zwei davon leisten jetzt. Also ich brauch den ganzen Scheiß eigentlich gar nicht. Ich auch nicht, aber ich will ihn haben. Das Spiel reagiert verzögert. Willst du drüber reden? Hab oder ich schon. Ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme. Es reagiert verzögert, ungefähr eine halbe Sekunde. Warum? Ja, das habe ich auch, wenn mein, das hatte ich, glaube ich, ja, dass mein Skyrim überlastet war mit extrem vielen Effekten in manchen Dings. Das heißt, dein PC ist überlastet. Ich habe eins davon schon. Ja, super. Eins vorher hast war du schon? Von dem Spiel ja. Nicht überlastet. Ich hätte doch nicht auf dich hören sollen. Achso. Halt, hier unten. Machst du im Hintergrund noch irgendwas? Nee, nicht, dass ich wüsste, dass er nichts Größeres, was irgendwie sowas verursachen dürfte. Ich hab schon hier was verkaufen können, aber egal.
Den Reparaturkit? Sieht so aus. Falls wir irgendwo einen Claptrap finden, ist hier das Reparaturkit. Ist das optional, ob wir den reparieren? Ja, ich kriege dafür Inventarstarts. Timer vorbei. Die sind schon da oben, die chillen noch irgendwo. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Haut rein, Leute, und ciao. Haut rein, tschüss.